Weiter geht's mit dem nächsten Faszikulus. Okay, hier ganz hinten im Eck, ganz hinten haben wir den Fasciculus posterior, also den hinteren Fasciki. Und ja, wir merken uns das jetzt. Erstmal ist die Küche jetzt hier ganz hinten im Eck und außerdem werden hier immer die Briefe angeliefert. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen strange hier alles in diesem Haus, aber scheinbar werden hier durch dieses Fenster immer die Briefe reingeschmissen. Hier gibt es ja keinen Briefkasten, hier wird die Post durch dieses Fenster reingeschmissen. Also Fasciculus posterior. Welche Nerven gehen jetzt aus dem Fasciculus posterior ab? Puh, also von dem ganzen Aufnehmen habe ich jetzt echt mega Hunger. Ich hole mir jetzt, glaube ich, erstmal was aus dem Kühlschrank. Der geht nicht auf. Ich habe jetzt so Hunger. Ich muss jetzt aber was essen. Oh ja. Ich nehme jetzt diese Axt und hau den Kühlschrank einfach kurz und klein. Und du kannst mir gern helfen. Stellst dir gut vor, wie du mir hilfst mit dieser Axt. Kühlschrank aufzuhauen. Puh. Ach, Gott sei Dank, jetzt geht er auf. Holen wir uns mal einen kleinen Snack. Okay. Hiermit merkst du dir, der erste Nerv, der aus dem Fasciculus posterior abgeht, ist der Nervus axillaris. Wie du an der Axt gesehen hast. Oh, 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 oh. Schau mal, was hier abgeht an der Spüle. Da fährt einer auf dem Einrad. Oh, oh, oh. Der scheint noch nicht so sicher zu sein. Und jetzt ist er ausgerutscht und in die Spüle reingefallen und hat sich das Genick gebrochen. Oh, oh, oh. Okay, also vorsichtig sein beim Einradfahren. Diese Szene steht, vielleicht hast du es dir schon gedacht, für den Nervus radialis. Schauen wir mal, was hier abgeht auf unserem nächsten guten Punkt, auf dem Herd. Das ist auch so komisch. Schau mal, hier so ein riesen U-Boot. Ein U-Boot und aus dem steigen jetzt auch noch zwei Kapitäne aus. Und die regen sich vielleicht auf, weil die jetzt hier auf dem Herd gestrandet sind und regen sich auf und wissen nicht mehr, wo ist ihre Route. Und ja klar, eigentlich gehören die ans Meer und jetzt hier, und der Herd ist an und jetzt, ach du Kacke, jetzt fängt auch noch das U-Boot an zu glühen und die Kapitäne springen auf und ab und die Füße brennen. Komisch, also verrückt. Okay, das U-Boot, das steht bei uns immer für die Silbe Sub. Denn auf Englisch heißt U-Boot ja Submarine. Und U-Boot fängt außerdem mit Up an, hört sich so ähnlich an wie Sub. Und außerdem ist es immer ziemlich weit unten im Meer. Also, somit merkst du dir, mit diesem U-Boot die Silbe Sub, was ja so viel bedeutet wie unter. Und ein Kapitän steht bei uns immer für das Wörtchen Scapularis. Kapitän, Scapularis. Und hier sind es zwei Kapitäne, das bedeutet, es sind mehrere Nerven jetzt. Und wie heißen diese Nerven jetzt? Die heißen natürlich Nervi Sub Scapularis. Sub, das U-Boot, und Scapularis, die Kapitäne. Und jetzt kommen wir zu unserem allerletzten Nerv, der aus dem Fasciculus posterior abgeht. Und dafür würde ich sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in diesen Schrank. Sei mal ganz leise, hörst du das schon ein bisschen? Das hört sich fast an wie im Stadion. Schauen wir mal rein. Anscheinend total das Fußballspiel ab. Siehst du hier? Und da ist ein riesiges Fußballtor. Und, ah ja, okay. Anscheinend ist es jetzt meine und vielleicht auch deine Aufgabe, da mit einer Dose reinzutreffen und möglichst gut reinzuwerfen. Okay, ich habe jetzt hier die Dose. Und jetzt gehen mir die ganzen Tassen kaputt. Oh, 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 ups. Okay, machen wir lieber wieder zu.
Okay, ich mache wieder auf. Denn hier haben wir uns den letzten Nerv gemerkt. Das Tor und die Dose stehen für den Nervus thoracodorsalis. Nervus thoracodorsalis. Und jetzt haben wir zusammen den Plexus brachialis, die Pars infraclavicularis, gemerkt. Und wow, wenn ich damals schon die Gedächtnistechniken und vor allem die Routenmethode bzw. Loki-Methode gehabt hätte, ich glaube, da hätte ich mir um vieles leichter getan. Und ich hoffe, dir geht's so und du merkst jetzt ein für alle Mal, wie der Plexus brachialis aufgebaut ist. Wenn du Lust hast, komm mit, wir machen noch ein kleines Quiz, dann kannst du gleich testen, ob du ihn dir wirklich gemerkt hast. So, und jetzt nochmal das Quiz zum schnellen Wiederholen. Ich bin ja jemand, der sich den Arm brach und hier wärme ich mir die Füße an der Infrarotlampe unter dem Klavi, an dem ich schön spiele. Was stand es nochmal? Genau, für den Plexus brachialis und zwar die Pars infraclavicularis. Weiter geht's. So, hier im Klo, weißt du noch, was hier Sache war? Ich wollte mit meiner Hand, mit dem Bumerang, den Tisch zerschlagen, was ich dann auch getan habe. Und den Tisch habe ich dann wieder mit dem Zauberstab ganz gezaubert. Was bedeutet das nochmal? Super, das stand für das C5 bis TH1, also die Nervenwurzeln, aus denen die Pars infraclavicularis abgeht. Die Szene im Bad, die weißt du sicher noch. Erinnerst du dich noch? Drunk, I'm a little bit drunk. Wer war hier zu sehen? Die drinking. Drei Betrunkenen, genau, für die drei Trunki. Und zwar, wie hießen die genau? Hier war einer, hier war einer, hier war einer. Genau, Truncus superior, Truncus medius, Truncus inferior. Sehr gut. Jetzt die Frage. Zu welchen Fasciculi werden welche Trunki? Überleg dir gut, was haben die drei gemacht, die drei Betrunkenen? Sie haben alle drei Posthorn gespielt. Sehr gut. Das bedeutet, alle drei Trunki werden zum Fasciculus posterior. Was war da noch mit den zwei oberen Betrunkenen? Was war mit denen los? Stimmt, die waren ziemlich geil. Die hatten eine Latte. Also Truncus superior und Truncus medius werden zum Fasciculus lateralis. Und der untere Betrunkene? Weißt du noch, was der macht? Oh, der hat so schief gespielt. Oh, ich muss eine Genau, der lässt sich von einer Wahrsagerin mit Wahrsagekugel von einem Medium die Zukunft voraussagen. Und wofür stand das nochmal? Genau, sehr gut. Der Truncus inferior geht auch noch in den Fasciculus medialis über. Medium, die Wahrsagerin, die steht für den Fasciculus medialis. Und weiter geht's. Wofür stand das nochmal, was da aus der Wand stand? Klar, die Latte steht für den Fasciculus lateralis, der sich hier drin befindet. So, wer liegt hier nochmal auf dem Bett in seiner Kutte? Und wofür steht er? Sehr gut. Der Muskelmann in seiner Kutte, der schon sehnsüchtig auf dem Bett wartet, ist der Nervus musculocutaneus. Und wen haben wir hier an der Gardine? Der spitzt schon durch. Genau, der heilige Medianus mit seiner Latte steht für den Nervus medianus, für den lateralen Teil. Und erinnerst du dich noch an den dritten Nerven im Fasciculus lateralis? Verrückt, verrückt. Wofür steht nochmal dieser pickende Hahn mit seiner Latte?
der den Schrank kaputt macht? Na klar, sehr gut. Für den Nervus pectoralis lateralis. Gut, den Fasciculus lateralis haben wir abgehackt. Weiter geht's mit dem Medialis. Okay, hier steht also immer noch die Wahrsagerin, das Medium. Das erinnert uns daran, dass wir hier den Fasciculus medialis abgelegt haben. Super, schauen wir mal weiter. Oh weh, oh weh. Was war hier nochmal am Fernseher los? Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Sehr gut, du weißt es noch. Es war der pickende Hahn mit seiner Wahrsagekugel. Die Wahrsagekugel steht immer für das Medium, also für Medialis. Und der pickende Hahn für Pectoralis. Also Nervus Pectoralis Medialis. Super. Der nächste Nerv im Fasciculus Medialis, den finden wir hier. Was war hier nochmal auf der Theke los? Weißt du es? Vorhin, ich habe dir die Splitter aus den Haaren geklaut und mir auch. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Genau, hier war der heilige Medialis, der auch zum Wahrsager werden will. Und der war so frustriert, er hat die Kugel in den Topf geschmissen. Das steht also für den Nervus Medianus, für den Medialteil, wegen der Wahrsagekugel. Schauen wir mal hier ums Eck. Da war der Bulle, der irgendeine Bescheinigung oder eine Lizenz von uns haben wollte. Wofür stand der nochmal? Na klar, für den Nervus ulnaris. Super wichtig, merkt ihr den. Und dann hier auf der Couch, da hatten wir die zwei Zwillingskühe. Weißt du noch, wie die Nerven sind? Das war ein bisschen komplizierter von den Worten her. Genau, hier links hatten wir die eine Kuh, die sich den Arm brach, mit der Wahrsagekugel. Die steht für den Nervus cutaneus brachii medialis. Gut. Und die andere Kuh, was war bei der nochmal? Bei der war ein bisschen was anders am Gipsarm, vielleicht weißt du es noch. Da waren so ganz viele Ants, so ganz viele Ameisen. Und diese Kuh, die lacht sich schlapp, weil es so kitzelt, die steht für den Nervus. Genau, für den Nervus cutaneus ante brachii und die Wahrsagekugel medialis. Super! Und last but not least kommen wir hier ganz hinten im Eck, wo immer die Post durchs Fenster reinkommt, zum Fasciculus posterior. Weißt du noch, was hier im Kühlschrank Sache war? Wir hatten mega Hunger. Was haben wir da gemacht? Genau, mit der Axt haben wir den Kühlschrank zerschlagen. Hier haben wir also den Nervus axillaris abgelegt. Und was war hier nochmal los am Waschbecken? Weißt du noch? Da hat sich jemand das Genick gebrochen, als er Einrad gefahren ist. Für was stand das nochmal? Für welchen Nerv? Genau, auch super wichtig. Für den Nervus radialis. Okay, hier, das war wieder ein bisschen komplexer auf dem Herd. Das war total strange, weißt du noch? Der Herd ging an und dann stand das U-Boot drauf mit den zwei Kapitänen. Was stand das nochmal? Überleg mal. Das U-Boot und mehrere Kapitäne. Ja, super. Für die Nervi subscapularis. Die Submarine, also das U-Boot für das Sub und die Kapitäne für die Scapularis. Nervi subscapularis. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Nerv. Hier im Schrank, was war da nochmal? Weißt du noch? Ich mach mal auf. Mich pustet was weg. Genau, hier ist das Tor. Das Fußballtor, in das wir eine Dose werfen. Und die ganzen Sachen kaputt hauen. Das steht für den Nervus. Da-da-da-da-da. Genau, Thoraco dorsalis. Juhu, Glückwunsch, du hast es geschafft. Du kannst den Plexus brachialis. War das jetzt nicht eine mega coole und einfache und spaßige Art, so ein komplexes Thema wie den Plexus brachialis zu lernen?
Und das Geniale ist ja, mit Gedächtnistechniken brauchst du viel weniger Wiederholungen, um Lernstoff im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Beim normalen Lernen brauchst du im Schnitt 7 Wiederholungen, also müsstest du jetzt 7-mal den Plexus brachialis noch wiederholen. Mit Gedächtnistechniken geht es wesentlich, wesentlich schneller. Da reicht vielleicht sogar nur einmal, wenn du es lernst, oder ein paar wenige Wiederholungen. Also wenn du jetzt auf Nummer sicher gehen willst, können wir dir empfehlen, einfach zum Beispiel nochmal den Quizteil morgen nochmal zu gucken und dann nochmal in der Woche. Und genau, einfach diese paar Wiederholungen noch zu nehmen, dass du den Plexus brachialis auch wirklich ganz sicher abspeicherst im Langzeitgedächtnis. Und wenn du jetzt denkst, puh, da denke ich doch nicht dran, das Video nochmal anzuklicken und es nochmal zu wiederholen, dann trag dich einfach unten ein. Wir fügen dann einen Link ein, da kannst du dich eintragen und bekommst du von uns per E-Mail eine Benachrichtigung, wann wir dir empfehlen würden, nochmal das Video zu wiederholen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie du diesen Gedächtnispalast benutzen sollst, wenn du in der Prüfung sitzt. Das ist ganz einfach. Da kannst du vielleicht die Augen schließen oder auch einfach so mental wieder an diesen Ort zurückkommen, in den Gedächtnispalast. Und du kannst einfach wieder durchspazieren durch die Räume, dir überlegen, wo lag was. Ah ja, da war die Kuh, da war der Bulle, der stand für den Nervus ulnaris und so weiter. Und du kannst da einfach wieder durchspazieren, dir überlegen, was war an diesem guten Punkt, ah ja, was war an dem guten Punkt und dir so wieder den Inhalt reproduzieren. Und wenn du gerne noch die Übersicht zum Beispiel hättest von diesem Gedächtnispalast zum Ausdrucken, wo du dann einfach nochmal das Papier dir anschaust und dann einfach ganz schnell nochmal wiederholen kannst, dann kannst du gerne auf unserer Homepage www.happyhippocampus.com vorbeigucken. Da gibt es unsere Lernpakete. Und da gibt es dann auch noch viele weitere Sachen in den Lernpaketen und eben auch zum Beispiel die Übersicht zum Ausdrucken noch für den Plexus brachialis. Und wenn du jetzt vielleicht ganz entspannt auf dem Sofa liegend dieses Video geguckt hast und den Plexus brachialis wie nebenbei gelernt hast, wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben, ein Like gibst und wenn du unseren Kanal Happy Hippocampus abonnierst. Und da ist es wichtig, dass du auf das Glöckchen drückst beim Abonnieren, denn mittlerweile hat es YouTube so eingerichtet, dass man, wenn man das Glöckchen nicht gedrückt hat, gar nicht immer Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video bekommt. Also drück auf das Glöckchen und ja, durch deine Likes und durch das Abonnieren und wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, dann hilfst du uns, dass wir unseren Kanal weiter betreiben können und weiter solche Videos wie diese produzieren können. Also wir freuen uns riesig von dir zu hören. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Viel Spaß beim Lernen. Und dann der Pick und der Hack. Der pickt dann. Ja, und was? Der hackt den Fernseher zusammen, Max sagt.